Hallo Bikerfreunde und Bikerfreundinnen. Ja, ich melde mich jetzt einmal zum Gesamtbericht zum Track Rail 9. Das für uns ist das Modell 2021, wobei es ähnlich ist wie beim Moonraker oder gleich. Die Bikes bleiben rahmentechnisch, geometriemäßig gleich. Was die Bikes für 2021 kriegen, ist ein neue Lackierung, die Range, dann neue Ausstattungsmerkmale. Das Track Rail 9, so wie es da steht, hat einen Listenpreis von 6.499 Euro. Ich bin ja das Track Rail, glaube, das ist jetzt 9 Monate, muss eh in den Videos drinnen sein, gefahren. Und ja, ist kein Geheimnis, ich bin ein riesen Track-Fan. Warum? Track ist eigentlich oder baut eigentlich relativ unspektakuläre Bikes, immer eigentlich mehr konservativ angelehnte Geometrien, trotzdem modern, wobei ich sagen muss, dass eigentlich wurscht, auf welchem Track ich gesessen bin die Jahre oder gefahren bin, immer, also man kann sich eigentlich immer darauf verlassen, dass das funzt und dass das Gerät eigentlich richtig gut geht. Ich bin ja bis vor kurzem halbes Jahr das Orbea Wild FS gefahren, haben wir damals eigentlich gegen das Track entschieden. Ja, es war eigentlich mehr oder weniger die Dual-Akku-Möglichkeit, wobei ich sagen muss, ich bin es dann eh nicht gefahren beim Wild Orbea. Ich mache einmal einen direkten Vergleich einmal zum Orbea. Also was mir gleich einmal zu Beginn aufgefallen ist, ist, Klettern kann es nicht so gut wie das Orbea. Spritzigkeit im Trail ist auch ein bisschen homogener, würde ich sagen. Was das Track Rail von Anfang an für mich immer war, ist, es ist einfach von all den Eigenschaften, die ich gern fahre, einen technischen Trail up, einen technischen Trail down, dann natürlich einen gewissen Speed im Trail, wobei ich sagen muss, dass die Laufruhe vom Rail, also die ist schon echt erhaben. Also ich finde es von all diesen Radeln, die ich so gern fahre, von all den Optionen am ausgewogensten. Ich fühle mich auf dem Radl irrsinnig wohl. Ich traue mich etwas mehr als wie beim Orbea. Ja, das Orbea war mir halt vielleicht doch um die Spur zu kurz, aber so viel fern, also ich muss sagen, das Track ist neben dem Orbea und dem Moonraker, ja, wobei ich da mitgeben will, wenn jemand echt auf Laufruhe, auf Sicherheit und gerade, sagen wir mal so, zu Beginn, würde ich eher einen längeren Reach bevorzugen und einen mittleren, da so wie beim Track ist, halt, das kommt eigentlich jedem Biker zugute. Und so wie das Orbea ist, relativ kurz, mit dem kann man es dann schon richtig krachen lassen und richtig Gas geben. Ja, ich werde jetzt da nicht die einzelnen Ausstattungsmerkmale bei dem Radl durchgehen, weil ich über jedes eigene, über die RockShox Zap, dann über das neue Motor-Update und über die Bremsen ein eigenes Review machen werde. Was mir natürlich beim Rail 9 besonders gut gefällt, ist die 170 mm Absenkung bei der Sattelstützen. Das ist echt gut. Überschlagsmäßig muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht über das SRAM Code R. Ja, die Laufräder, ich hätte auch lieber, muss ich ehrlich gestehen, einen DT Swiss Laufradsatz drin. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mich sehr gefreut auf das Radl. Ich bin auch richtig schnell mit dem Radl, mir gefällt es. Es hat zwar am Anfang wieder ein bisschen Eingewöhnung benötigt, weil man mit dem Radl mehr von hinten aus biken muss und einen gewissen Grundspeed braucht und dann, also das Radl macht schon relativ viel über Speed. Man kann es auch richtig fahren lassen, weil das Radl einfach wirklich so liegt und ich war schon im Bikepark damit, ich habe jetzt knapp 200 Kilometer da ein bisschen drüber drauf, habe eigentlich alles probiert. Ja, also ich finde es von all den Bosch-Radeln, die ich bis jetzt, bis dato gefahren bin, mit Abstand das Ausgewogenste. Also
Das Dreck ist nie irgendwo ganz, ganz vorne dabei, aber kann eigentlich alles richtig gut. Und das macht auch so ein richtig geiles E-Mountainbike aus, wie ich finde. Was mir da noch unheimlich gut gefällt, ist die Lackierung. Die Kioxposition. Möchte ich auch was dazu sagen, vielleicht, ich fahre einen großen Fender. Ja, jetzt hat es relativ viel geregnet die ganze Zeit bei uns und der Kiox, der ist leider dauernd voll, also man kann dann kaum mehr was ablesen. Ich weiß nicht, ob die Position so gut ist. Viele sagen, wow, das ist das Nonplusultra, ich weiß nicht. Ja. Wenn ihr Fragen habt zu dem Bike oder sonstige, schreibt es mir. Das Radl gekauft habe ich bei Mountainbike in Klagenfurt, unser Kooperationspartner. Ein tolles Team. Können uns immer verlassen drauf. Ja. Mir taugt's. Mir gefällt's. Ich bin happy. Bis dann. Für euch. Baba.